Heroes for Heroes, Helden für Helden. Am Samstag, den 10. Juni, fand im Rammstein-Reiswald-Stadion zugunsten der Elterninitiative für krebskranke Kinder im Saarland der erste Benefizlauf statt. Zusammen mit der Cancer Benefit Group Kaiserslautern und Eventplaner Joe Felker wurde mit vielen Ehrenamtlichen gemeinsam für einen guten Zweck die Runden gedreht. Joe Felker begrüßte mit Schirmherr und Bürgermeister Ralf Hechler sowie Ralf Lessmeister alle Anwesenden herzlich und danken schon im Voraus sehr für die großartige Unterstützung an diesem Tag. Traditionell stimmte James mit der deutschen und amerikanischen Nationalhymne auf den Benefizlauf ein. Einigkeit und Recht und Freiheit sind das Glück des Unterfahren. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed. Mit einer gemeinsamen Einführungsrunde wurde der 14-stündige Benefizlauf dann gestartet. Ob groß oder klein, auf zwei Füßen oder zwei Rädern, jeder wollte seinen Beitrag dazu beisteuern und konnte somit pro Runde 1 Euro spenden. Or the ramparts we watched were so gallantly streaming. Dann hieß es, auf die Plätze, fertig und los. 14 Stunden lang hatte jeder die Möglichkeit, ob als Einzelläufer, Gruppe oder Verein, die Euros für die krebskranken Kinder und deren Eltern aus dem Saarland zu sammeln, und das ließen sie sich nicht zweimal sagen. Die Elterninitiative feiert übrigens in diesem Jahr unter dem Motto Lichtblick für Kinder, ihr 30-jähriges Bestehen. Gegründet wurde die Initiative von Ärzten, Pfarrern, Pflegekräften und Eltern mit dem Ziel, Übernachtungen zu ermöglichen und den kleinen Kämpferinnen und Kämpfer in ihrer schweren Zeit ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können. Wie sich es gehört, wurde auch bestens für das Unterhaltungsprogramm gesorgt. So präsentierte sich zum Beispiel Kim Mark Herzog mit seinen Schützlingen von der Taekwondo-Schule Rammstein die Welt der Kampfkunst. Sie gaben einen tollen Einblick ins Geschehen, wie man sich am besten selbst verteidigen kann, und beim Bruchtest demonstrierten sie eindrucksvoll, wie man ein Brett durchschlägt. Mit der Hüpfburg und dem Zuckerwattenstand war die Truppe bestens ausgestattet und Kim Mark vermittelte auch, wie wichtig es ist, anderen mit Herzblut zu helfen, denen es nicht so gut ergeht. Also ich finde es ganz wichtig, weil ja, wir haben selbst 3 Kinder, ja, und man muss sich dann auch immer mal in die Lage von anderen versetzen. Ja, wie fühlen die, was ist mit dem Job zum Beispiel, dem man ja dann auch gar nicht mehr so nachgehen kann, wenn man zum Beispiel ein krankes Kind zu Hause hat. Ja, und dementsprechend brauchen die jeden Cent, ja, und deshalb wollen wir das Ganze auch unterstützen. Ja, deshalb sind wir auch hier. Ja. Oben sieht man schon die Kids von uns, ja, wir laufen auch gleich. Wir machen nur 5 Runden mit den Kleinen, ja, weil das wird sonst zu viel, auch bei dem Wetter. Und jeder hat Geld mitgebracht zum Spenden, das ist Wahnsinn. Ja. Also wir haben jetzt knapp 60 hier auf der Liste stehen, da fehlen aber noch einige, da kommen noch einige dazu. Also ich bin mal gespannt, was am Ende vom Tag im Topf ist hier. Ja. Also, und es macht riesen Spaß, auch ja, wenn man merkt, man unterstützt was Gutes. Ja. Also ich finde es klasse. Heroes for Heroes, Helden für Helden, ich sehe es. Auch Moderator Markus Göttel hatte auf der Bühne einige tolle Überraschungen für die Kleinen anzukündigen. Tanzen, Singen und beste Animation mit Tante Lilly stand auf dem Plan. Und zahlreiche prominente Gäste aus der Fantasiewelt fanden den Weg nach Rammstein. Die Herzen der Kinder schlugen höher und die Spendenkasse füllte sich pro Foto mit einem Maskottchen für einen guten Zweck. Was will man mehr? Die Jungen und Mädchen jedenfalls waren restlos begeistert vom bunten Treiben. Das Reiswaldstadion verwandelte sich bei strahlendem Himmel zum Paradies und auch die Erwachsenen waren sehr angetan von der tollen Atmosphäre. Natürlich wurde auch reichlich getanzt und getanzt und nochmals getanzt. Der Bäcker hat gerufen.
Tante Lilly und ihr Team waren unermüdlich im Entertainment-Modus und die Kleinen steuerten auch ihren Beitrag dazu, ein tolles Programm auf die Beine zu stellen. I don't know how to be here when you need me. It feels like the only time you'll see me. Die Tanzschule Moos und die Musikschule Kappa ließen die Bühne abrocken und zeigten eindrucksvoll, was man in den so jungen Jahren schon alles erlernen kann. Da ist mir doch glatt in dem Trubel der Luftballonkünstler und hinreißende Assistent von Tante Lilly untergetaucht. So war's aber auch. Jedenfalls hatten alle Spaß beim Unterhaltungsprogramm und so durfte es ruhig weitergehen, bis irgendwann die Sonne unterging. Großen Applaus, jawohl. Tolle Sache auch den Sponsoren. Genau, für alle Helfer, die mitgemacht haben. Dann gab es einen lauten Besuch der Google-Musiker von den Rammsteiner Phoenix-Kretzern und die ließen erstmal so richtig krachen. Auch das Marco Eifler Duo, Svenja Merker sowie der RP1 sorgen zwischendurch am Tag bestens für das musikalische Rahmenprogramm. Auf dem Gelände präsentierten sich auch einige Teams, wie zum Beispiel das Fittenfun-Zentrum aus Rammstein, die seinen Mitgliedern und noch nicht Mitgliedern anbot, die Spenden der gelaufenen Runden zu übernehmen. Eine tolle Sache. Auch Kartfahrer Max Reis, der im vergangenen Jahr mit seinen erst 9 Jahren unter anderem Südwestdeutscher Meister und Saarländischer Meister im Kartslalom fahren wurde, war mit seiner gesamten Familie im Stadion mit dabei. Ich finde das toll, dass ich den Kindern mit meiner Aktion hier im Saarland helfen kann. Und nun zu unseren Helden der Rolling Devils aus Kaiserslautern. Ob man es glaubt oder nicht, ein Rollstuhlfahrer, der sich den handicapten FCK-Basketballern anschloss, schaffte unglaubliche 100 Runden. Ja, ihr habt es richtig gehört, 100 Runden. Ich hätte das selber nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also ich habe nicht erwartet, dass ich die 100 Runden schaffen würde. Aber ich glaube, wenn es um einen guten Zweck geht, dann ist man ein bisschen mehr motivierter. Ich meine, es ist ja ganz klar, wir selber sind eine Rollstuhl-Basketball-Gruppe. Ja. Wir sind auch viel auf Unterstützung angewiesen. Und jetzt in dem Punkt konnten wir einfach auch mal als Unterstützer dann quasi auftreten. Und da sind wir natürlich immer gern dazu bereit. Respekt und Hut ab für diese enorme Anzahl und Beteiligung aller Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer an diesem Samstag. Es blieb unterhaltsam und sportlich. Nämlich führte auch das Rammsteiner Fittenfun Fitness- und Gesundheitszentrum einiges für die Besucherinnen und Besucher vor. Nun war auch der fleißige Organisator Joachim Felker an der Reihe mit seinen Impressionen des Tages. Ich bin überwältigt von der Teilnehmerzahl, überwältigt von der Unterstützung, die wir erhalten haben während dem Tag. Das, was als Showprogramm angeboten wurde, wie es angenommen wurde bisher, ich muss sagen, absolut sensationell und ich bin einfach nur dankbar und auch froh. Man sieht es an meinem Gesicht, ich bin also kaum in den Schatten gekommen. Es war wirklich richtig was los, ne? Und da möchte ich jetzt schon vielen, vielen Dank sagen an alle, die mitgewirkt haben, an alle, die daran teilgenommen haben, an alle, die gelaufen sind, an alle, die uns unterstützt und gesponsert haben. Na, vielen, vielen Dank. Für mich persönlich auch ganz wichtig, dass die Kindergärten mitgemacht haben, dass die Schulen dabei waren, dass die alte Altersgruppen vertreten waren, ganz aber auch um diese Krankheit, diesen Krebs ganz einfach bewusst zu machen. Und ich muss sagen, ich habe es auf der Bühne schon 2-3 Mal gesagt, wenn man mal sieht, die kleinen Helden in Homburg, wie die kämpfen, da ist jeder Euro mehr als willkommen und darum muss ich sagen, nochmals vielen, vielen Dank. Soziale Sachen, soziale Belange sind für mich ganz, ganz wichtig, habe ich mein ganzes Leben lang schon gemacht. Ich habe jetzt gerade für die Elterninitiative mehrfach die Big Band der Bundeswehr hier gehabt. Wir hatten Zeus und Wibitzki hier im Haus des Bürgers für diese Elterninitiative, haben viel, viel Geld gespendet. Und ich war selbst in Homburg und habe mir das mal angeschaut vor Ort und war also begeistert von der Arbeit, die gemacht haben. War vorher mit dem Herrn Marhöfer oder jetzt noch mit Familie Noll im engen Austausch mit der Initiative, was mit dem Geld passiert. Und das ist einfach nur begeisternd. Und das begeistert mich.
Wenn ich sehe, wie gesagt, diese Elterninitiative, was die machen, diese Begeisterung für die Kinder, die nehmen die Kinder mit. Ne? Sie machen während der Chemobetreuung, sie machen vor allen Dingen, was wichtig ist, auch eine Nachbetreuung. Sie kümmern sich um die Eltern, keiner wird allein gelassen. Und das ist ganz entscheidend. Und dafür, denke ich mal, ist es alle Ehren wert, ne, dass man sich dafür einsetzt. Ich möchte meine Frau Jutta erwähnen, die sensationell im Hintergrund gearbeitet hat. Alles, was ihr auf Facebook gesehen habt oder auf unserer www.homepage, alles ist von Jutta gekommen. Deswegen, Schatz, vielen, vielen Dank. Merci, du bist die Beste. Rührende Worte von Schofelker. Es macht einfach immer wieder Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Inzwischen war es dunkel geworden und die Flutlichter sorgten stets dafür, dass weiterhin fleißig gelaufen, gejoggt und gerannt werden konnte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön und ein dickes Lob an alle, die mitgewirkt, mitgelaufen und mitgemacht haben beim Unterhaltungsprogramm und den Tag zu etwas ganz Besonderem werden ließen. Auch ein großes Lob an alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Spenden und zahlreichen Runden. Jede Runde, jeder Euro, jede Kerze und jedes Lächeln ist euch allen gewidmet und soll euch viel Kraft spenden beim Kampf gegen diese Krankheit. Auch ich durfte ein paar Runden laufen, tolle Gespräche führen und hierbei mit den Gedanken bei euch allen da draußen sein. Du weißt es nicht, wie es sich anfühlt, Krebs zu haben. Ein Satz, den ich immer wieder hörte und der auch zum Nachdenken bringt. Umso wichtiger ist es auch, dass man für einen guten Zweck und ehrenamtlich mithilft für eine gute Sache, um Geld zu spenden. Bevor der 14-Stunden-Benefizlauf um 24 Uhr zu Ende ging, gab es noch den emotionalen Höhepunkt mit der hinreißenden Kerzenzeremonie. Frances und Dandria erzählten aus ihrem Leben und ließen alle Anwesenden an ihren tiefen Gefühlen sowie Gedanken teilhaben. Dandria, die bald ihren 53. Geburtstag feiern darf, berichtete, wie sich ihr Leben kurz vor Weihnachten 2014 drastisch mit der Diagnose Brustkrebs veränderte. Der heutige Tag und der Benefizlauf soll den Opfern gedenken und ihnen Kraft spenden, so Frances. Jede einzelne Kerze symbolisierte ein Schicksal aus dem Familien- oder Freundeskreis. Zum Abschluss des ersten Benefizlaufs im Reichswaldstadion gab es noch den gemeinsamen Silent Walk und ich darf mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden und Dankeschön sagen für die tolle Unterstützung. Heroes for Heroes, Helden für Helden, wir waren dabei. Dankeschön. Heroes for Heroes, Helden für Helden, wir waren dabei. Heroes for Heroes, Helden für Helden, wir waren dabei. Heroes for Heroes, Helden für Helden, ich war dabei. Heroes for Heroes, wir waren dabei. Heroes for Heroes, Helden für Helden, wir waren dabei. Heroes for Heroes, Helden für Helden, wir waren dabei.